Hallo, meine Lieben. Es ist der 1. Dezember und ich habe euch ja mal in dem einen oder anderen Video erzählt, dass ich mit der lieben Hanan einen Adventskalender machen wollte. Und ja, Ira ist angekommen, also schon vor ein paar Tagen, und ich wollte es wirklich erst heute aufmachen, also den Karton. Ja, ist mir verdammt schwer gefallen. Ich habe den Karton unter dem Weihnachtsbaum gestellt und immer, wenn ich daran vorbeigelaufen bin, ich musste immer auf diesen Karton schauen und dachte immer, nee, nein, 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 mach erst am 1. auf. Aber du könntest es ja auch vielleicht vorher aufmachen und die Sachen schon mal so schön hinlegen. Nein, nein, du machst es erst am 1. Und so ging das die ganze Zeit. Ich total schlimm. Und ich habe mich gerade auf den Karton gestürzt und ihn geöffnet. Und ja, ich habe erstmal vor Freude hier gequiekt. Schade, dass ich es nicht vor der Kamera gerade schon gemacht habe. Aber, ach egal, schaut doch einfach mal selbst. Ich hole mal den Karton. Schaut euch das an. Okay, ich muss mal das Stativ ein bisschen... Well, oh Gott. Ich muss mal hier aufstehen, sonst geht das alles hier gar nicht. Na, komm schon. Schaut doch mal. Ich flipp aus, ich sag's euch. Das ist so wunderschön. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Den Schneemann, so. Den habe ich bei ihr auf Instagram gesehen. Sorry, wenn das gerade hier so wackelig ist. Den habe ich auf Instagram gesehen. Und ich bin fast ausgeflippt. Ich dachte, ich fall vom Bett. Ja, ich saß da gerade auf dem Bett, als ich das gesehen habe. Und dachte mir, oh, wie süß. Ich möchte ihn gerne knuddeln. Ja, das habe ich wirklich gedacht. Weil er einfach nur so süß aussieht mit diesem Schal und die Augen und die Mütze. Ja, und ich mag ja auch so gerne dieses schwarz-weiß-rot. Oh, da ist ja nochmal toll. Oh Mensch, ich bedanke mich da schon mal ganz, ganz, ganz lieb an dieser Stelle, liebe Hanan. Damit hast du mir eine Freude gemacht. Ich denke, oh mein Gott. Andererseits bin ich froh, dass ihr das gerade nicht erlebt habt, wie ich hier ausgeflippt bin. Ja. Und schaut euch mal dieses epische Geschenkpapier an. Das ist der Wahnsinn. Hier erkennt man das, glaube ich, ganz gut. Oh Gott, ich halte alles hier völlig falsch. Boah, ist das nicht episch, das Geschenkpapier? Oh mein Gott. Ja, du hattest recht, liebe Hanan. Das Geschenkpapier ist echt wow. Und überall diese ganzen Lebkuchenmänner und Lebkuchenfrauen hier. Oh mein Gott, ist das schön. Jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht, weil meins wieder total unspektakulär aussieht. Ja. Aber ich werde mir Mühe geben, falls wir nochmal nächstes Jahr einen Adventskalender machen, dann werde ich mir auch mal Mühe geben und mir auch vielleicht mal welche schönen Stanzen kaufen. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen für nächstes Jahr, mal so schöne Handstanzen kaufen, damit ich auch mal so, ja, so schöne Sachen machen kann. Bitte verzeih mir, liebe Hanan, du weißt ja, was momentan so ja ein Chaos ist. Ich habe es leider überhaupt nicht geschafft, irgendwie... Ja, egal, du weißt ja Bescheid. Und, oh, ich stehe hier die ganze Zeit. Und ich finde es total lustig, dass wir hier die gleiche Idee hatten. Hat sie auch hier geschrieben. Hatten wir beide die gleiche Idee. Finde ich total genial. Ich habe mir das ja auch geschickt. Oh, so toll, schau doch mal. Ich flipp aus. Oh, ich will diesen Schneemann anfassen.
So, ich stelle jetzt mal das Stativ wieder hin, ganz vorsichtig. Ja, komm schon. So. Oh mein Gott. Das ist. Ja. Gott, ich freue mich total. Hier, wie der Schneemann gerade im Bild ist. Okay. Ach ja, und sie hat mir noch was nachgeschickt, was sie vergessen hatte. Und zwar einmal dieses hier. Sie meinte, ich kann das öffnen, wann ich möchte. Aber ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schon öffnen möchte. Ach ja, schwierig. Aber ich werde jetzt erstmal mir die Nummer 1 rausfischen. Oh, ich will den Schneemann. Erstmal muss ich den Schneemann rausholen. So. Oh mein Gott, der ist so süß. Ich flippe aus. Das hat sie selbst gehäkelt. Das ist der Wahnsinn. Sowas könnte ich in zigtausend Jahren nicht. Schau mal die Nase. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja so trollig einfach. Oh, der bekommt einen Ehrenplatz. Und der wird ab und zu geknuddelt. Ja, ich bin so jemand. Ist einfach so. Oh, hier sehe ich gerade diesen Sternchen abgefallen. Mal gucken, ob ich die wieder irgendwie dran kleben kann. Wenn ich die Sterne finde. Ich denke mal schon. Oh, das ist aber so süß. Und der ist so schön dick. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Oh mein Gott, der ist so süß. Ja. Ich suche mir mal jetzt eben... Ja, ich muss mich wieder hinstellen. So. Schauen wir doch mal, wo die Nummer 1 ist. Oh Mann. Oh, das ist so schön. Oh mein Gott, sie hat noch irgendwie auf manchen Paketen noch so Resinteile drauf geklebt. Schneemann. Boah, ich mit meinem Stativ hier. Das müsste mal einer sehen hier. Das ist schön. Noch ein Schneemann. Und ein Geist. Ach du meine Güte, was hat sie da alles gemacht? Hanan, bist du verrückt? Das frage ich eigentlich. Guckt mal. Da der Geist. Da hinten der Schneemann. Nee, da ist der Schneemann. Gott, ich drehe schon hier durch. Da. Oh mein Gott. Ja, ach da ja auch. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Wenn ich hier total am Abspacken bin. Keine Ahnung. Ich mach mal kurz hier auf. Na, soll ich auf Pause machen? Soll ich euch dabei lassen beim Suchen? Ich weiß es nicht. Ich zieh mal den Karton hier hin. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Keine Ahnung. Wo ist denn die Nummer 1? Oh mein Gott, ich... Ja. Ja, ja, ja. Wo ist denn die 1? Da ist die 2. Da ist die 17. Oh mein Gott. Wo ist denn die 1? Da ist die 1, ich habe sie gefunden. Also ich drehe jetzt schon durch, wenn ich das hier alles sehe, ne? So, der Karton muss jetzt erstmal wieder zur Seite. Das werde ich mir alles natürlich später schön aufstellen. Oh, wie schön. Hat hier irgendwas geklebt? Irgendwas, was hier abgefallen ist? Ich schaue mal eben kurz, ob da irgendwo was lose drin liegt. Ja, ich habe keine. Ich habe gerade. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt irgendwie nichts gefunden, aber vielleicht
Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, es tut mir so leid, ich bin so aufgedreht jetzt. Na, bleibst du stehen? Nein, er bleibt nicht stehen. So, jetzt. So, hier sehen wir diesen süßen Lebkuchenmann. Wie schön sie das verziert hat. Genauso eine Stanze wollte ich mir auch kaufen. Den Kreis hier. Tja, ich habe ja bei meinem Adventskalender für sie habe ich so ganz komische, krumme, ja, Kreise ausgeschnitten. Das tut mir sehr leid. Wirklich, also. Irgendwie war die Zeit so knapp und dann habe ich hier noch Baustelle und oh Gott, ey. Ich, ja. Ist alles ein bisschen doof. Und ich will dieses Geschenkpapier gerade nicht kaputt machen. Ich würde mir da echt gerne was von aufbewahren. So. Ne, jetzt haben wir die Nummer 1. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich einen Adventskalender habe. Man ist nie zu alt für einen. Ja, das soll mal gesagt sein. Ich finde, man ist nie zu alt für sowas. Ich freue mich so, dass ich mit dir, liebe Hanan, einen machen darf, ich weiß nicht. Freue ich mich total drüber. Dieses Geschenkpapier. Wo gibt's eigentlich solches, ja, wo gibt's so ein Geschenkpapier? Das würde mich echt mal interessieren. Das ist ja echt der Hammer. So. Oh, nein! Das ist ein Scrapbook. Wie cool ist das denn? Das habe ich immer so lange schon gesucht bei mir in den Kickläden, aber die hatten das nie da. Und jetzt hat sie mir hier eins eingepackt. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh, wie cool. Ich war immer schon am Überlegen bei Amazon, ob ich mir da eins hole, und ich hatte es schon die ganze Zeit immer auf einer Wunschliste drauf und habe es irgendwie, ich weiß nicht, habe es irgendwie nicht geholt. Keine Ahnung. Aber vielen, vielen lieben Dank an dich. Oh, da freue ich mich. Mit bunten Seiten hier. Oh, das sind sehr viele Seiten, das ist cool. Steht das hier zufällig, wie viele? Nee, aber ist ja nicht schlimm. Oh, wie cool. Oh, kann man das auspacken. Hey! Oh, cool. Das kann man sich dann so gestalten, wie man will. Mit hier solchen Bändern, das ist auch gut, ne? Je nachdem, was man da so alles reinklebt. Oh, dieser Duft. Oh, Papier. Ganz viele bunte Seiten. Oh ja, das sind einige Seiten auf jeden Fall. Oh, da freue ich mich. Vielen, vielen lieben Dank. Ich pack mal hier so den Schneemann hin. Hey, hallo. Ja, liebe Hanna. Ich habe jetzt schon 100-mal Danke gesagt, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin so aufgeregt. Tut mir leid. Und ich weiß irgendwie nicht, ob ich das hier auspacken soll. Hilf mir. Ich hätte dir vorher nochmal schreiben sollen. Aber es ist so verlockend. Hört mal. Es ist sehr verlockend. Ach Mann. Ach kommt, ich packe es jetzt aus. Oder? Ja, okay, ich pack's aus.
Aber ganz vorsichtig. Also sie meint, es ist egal, wann ich es aufmache. Ich hätte es auch schon aufmachen können, als es da war. Aber das wollte ich irgendwie nicht so. Ich habe mir gedacht, das ist einfach. Das ist nicht richtig. Das gehörte halt wohl irgendwie zum Adventskalender als extra. Tja. Oh, wie schön das. Allein schon die Verpackung ist total toll. Schauen wir mal, was da drin ist. Das sind diese schönen Weihnachtsteile, die sie gegossen hat. Von dieser, hier, von dieser Backform, die ich ihr, glaube ich, geschickt hatte. Die kommen gleich alle schön an meinen Kühlschrank. Ja. Oh, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die gegossen hast. Oh, und die glitzern so schön. Oh, da ist noch was drin. Ne? Oh, hier haben wir noch einen Stiefel. Boah, wie das glitzert. Das hat so geraschelt, Mensch. Und hier noch ein Schneemann. Das war in dieser wunderschönen Schachtel drin. Total toll. Der muss ins Bild. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die Teile gegossen hast. Da freue ich mich total. Die kommen gleich an den Kühlschrank dran. Ach, da freue ich mich. So, jetzt packe ich weiter aus, ne? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich würde sehr gerne. Aber nein, 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 nein. Ich werde mich zusammenreißen. Wir sehen uns ja dann morgen wieder. Und übermorgen und übermorgen. Ja, das wird lustig. Ich hoffe, ich schaffe das jeden Tag. Aber ich gebe mir Mühe. Und ich freue mich drauf. Ich habe einen Adventskalender. Ja, da freue ich mich wie so ein kleines Kind, ne? Jo. Ich nehme mal an, dass das hier auch halt für Weihnachten gedacht ist, weil da steht ja frohe Weihnachten. Da werde ich dann auch mich zusammenreißen, dass ich da nicht vorher dran gehe. Ne, weil mit Essen ist bei mir immer. Ach ja. So, gut. Genug gequatscht. Ich freue mich so sehr. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für den süßen Schneemann. Ich muss den mal kurz. Oh. Oh. Ich knuddel den gerade, aber das seht ihr nicht. Oh, schön. Okay. So, dicken Knutscher an dich, meine Süße. Und ja, wir sehen uns dann morgen beim zweiten Türchen. Tschüssi.